Die Grunewald Senior Open. Ein Top-Turnier mit Top-Spielern und Top-Matches. Nochmal ein echtes Highlight für alle Tennisfans zum Abschluss der Sommersaison. Das Turnier für mich ist wunderschön. Ich fühle mich sehr wohl in Grunewald. Weil mir das total viel Spaß macht, gegen andere Spielerinnen zu spielen, die nicht aus dem Verein sind. Mit denen spiele ich ja sehr viel sonst auch. Aber man hat in den Turnieren immer wieder andere Gegner und muss sich neu einstellen. Und das macht mir einfach ganz viel Spaß. Über eine Woche lang Spitzentennis in 12 Kategorien auf der Anlage des Grunewald Tennisclubs. Das Ziel der zahlreichen Tennisspieler ist klar, sie wollen sich sportlich miteinander messen und natürlich auch die begehrten Ranglistenpunkte oder Preisgelder kassieren. Für mich ist es was ganz Besonderes, hier in diesem Club spielen zu dürfen. Ich habe hier schon beim Herrenturnier mit 17, 18 Jahren angefangen, Turnier zu spielen. Und fast 40 Jahre später steht Guido Schulz vom LTTC Rot-Weiß Berlin wieder in einem Herrenfinale auf dieser Anlage. Gegen seinen Namensvetter Guido Schiller vom TC Grün-Weiß Berlin-Langwitz muss sich Schulz mit 1:6 und 3:6 geschlagen geben. Dafür gibt es bei Anna-Katharina Sauter vom Grunewald TC allen Grund zur Freude. Schließlich geht der erste Satz mit 6:4 an sie. Doch dann kommt alles anders. Und leider heute werden wir am Tag der Endspiele erwischt mit einem heftigen Regenschauer, der dazu führt, dass die Plätze hier nicht bespielbar sind und auch in absehbarer Zeit nicht mehr bespielbar sein werden. Demnach wird die Austragung der Endspiele in die Tennishalle am Sangerhauser Weg verlegt. Ein kurzer Moment zum Umdenken und weiter geht es. Die Sportler sind wieder mit Eifer bei der Sache, vor allem Anna-Katharina Sauter und Katharina Bartel vom SC Brandenburg. Bartel gelingt es, diesen zweiten Satz für sich zu entscheiden. Nun muss die Siegerin im Match-Tiebreak ermittelt werden. Und das geht schnell, ganz schnell. Denn mit 10:2 behält Anna-Katharina Sauter die Oberhand. Also ich bin ja relativ neu im Club. Und natürlich ist mir eine Ehre. Und ich glaube, ein guter Einstieg in das Leben mit dem TC Grunewald. Alle Ergebnisse der Grunewald Senior Open hier nochmal im Überblick. Es ist immer hier ein Riesen-Event und kommen sehr, sehr viele gute Spieler und es macht eben Riesenspaß, hier zu spielen. Für unseren Verein hat dieses Turnier eine große Bedeutung. Es ist überregional bekannt und damit entsteht auch ein Imagegewinn für den Grunewald Tennis Club. Ein Top-Turnier mit Top-Spielern und Top-Matches. Aber was ist das beste Turnier, bitteschön, ohne ein mindestens genauso gutes Buffet? Frühsommers Restaurant steht für Top-Qualität. Der optimale kulinarische Rahmen also für einen perfekten Abschluss der Sommersaison bei den Grunewald Senior Open. Das macht einfach Spaß hier. Da stimmt einfach alles. Also dann bis zum nächsten Mal beim Grunewald Tennis Club. Es muss ja nicht immer gleich so ein Top-Turnier sein.